Deine Straße Nummer 49. Ich werde das nie vergessen, was hier damals 62 im Juni um 12 Uhr mittags geschah. Mein Kamerad Siegfried Nofke wurde hier erschossen, beziehungsweise drüben auf der anderen Seite am Tunnelausgang. Dieser Tunnel wurde ja bekanntlich verraten und ich habe meinen Kameraden nie wieder gesehen. Seine Leiche ist auch nie aufgetreten. Ich wurde in die Haftanstalt der Stasi Hohenschönhausen gebracht. Können Sie sich beide nochmal bitte auf einer Seite? Das ist halt so bei Menschen bedingt, dass man immer nur das Positive behält und diese Verklärung. Und deswegen sind wir heute auch hier, um zu sagen, das war eben nicht so. Und so harmlos war die DDR nicht. Es war eine Diktatur. Harmlos war es nur für die, die sich geduckt haben und ihren Weg gegangen sind.